Hey und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Wolsen. Meine Stimme kratzt ab und zu mal ein bisschen, aber ich hoffe, das ist nicht schlimm. Und da sind wir mit unserem coolen Charakter im Regen. Da freut er sich total. Und, ach ja, wir haben ja eine Blutungsfiole. Wir müssen jetzt natürlich hierhin latschen und da Sachen machen. Und ich dachte mir, man kann ja mal so ein bisschen erzählen. Ich habe nämlich gelesen, dass wir hier nicht durchkommen. Nee, also das habe ich natürlich nicht gelesen. Ah, meine Herren. Es gab ja letzten Donnerstag, also irgendwie Ende April, wir haben jetzt Anfang Mai, gab es ja jetzt mal ein Update, was so geplant ist. Vor allem, dass die Beta jetzt mal kommen soll und dass das zum Beispiel so Koop beinhalten soll, dass man den ersten Akt dann spielen kann und sowas. Und geplant ist das Ganze wohl für September, dass dieser Patch kommt. Und die Entwickler arbeiten da auf jeden Fall dran. Was ich so bisher gelesen habe. Graufelsengarten. Ja. Und da bin ich auf jeden Fall mal echt gespannt, wie das so. Wie diese Stäbe eigentlich von diesem Zeug. Ich glaube schon, oder? Von dieser Verderbnis. Ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie das dann wird. Die wollen neue Shader und sowas einfügen und die wollen diese ganze Objektqualität verbessern. Und ich frage mich ehrlich gesagt, was man hier noch Geiles verbessern will, wenn man sich das mal so anguckt. Hier diese Partikel, die herumfliegen oder so. Also da bin ich mal gespannt, wie die das verbessern wollen, was die da geplant haben. Also ja. Aber weiterhin, was ich so gelesen habe, wollen die auf jeden Fall so an kleine Bugfixes arbeiten, damit man dann das Alpha-Gameplay noch weiterhin genießen kann. Aber hauptsächlich arbeiten die jetzt wohl an der Beta, damit die dann auch erscheinen kann. Da bin ich auf jeden Fall echt gespannt. So. Da war schon so ein verdorbenen Krieger, der erstmal wegrennt. Nicht genug Umbra, ey. Okay, das ist halt wirklich etwas nervig. So. Ja, und liebe Grüße an den lieben Matze, ne? Falls der überhaupt noch zuguckt, ja. Der mich überhaupt auf dieses Spiel gebracht hat. Der hat sich nämlich schon beschwert, dass ich ihn nicht erwähnt habe. Dabei habe ich das nur netterweise nicht getan, weil ich nicht wusste, ob er jetzt vielleicht voll angepisst ist, wenn ich sage, boah, der Matze, der hat mir das gezeigt und so. Und er meinte auch, ich soll erwähnen, wie gut aussehend er ist und so, aber eigentlich ist das nur so ein komischer Mitspieler von mir, der mir immer sagt, komm mal her, hier explodieren gerade Leute, stell dich da mal rein, ne? So einer ist das, Leute, also, ja. Und jetzt soll ich den hier 30 Mal erwähnen im Video. Wahrscheinlich vergesse ich das in einer Minute schon wieder, dass ich das tun wollte, aber hey. Wir können uns ja einfach vorstellen, dass alle Gegner hier Matze heißen und dann töten wir ja ganz viele Matzes. Oder Matzen. Was ist die Mehrzahl von Matze? Das wäre mal interessant. So, hier sind schon mal fette Bosse. Matze ist übrigens schon Level 17. Ja, das sollte ich glaube ich auch erwähnen. Und er hat mich dafür geflamed, dass ich Feuerbälle benutze. Ich finde, die sind super. Aber ich kann ja auch irgendwann mal Blitze testen. Da sind wir jetzt ja nicht von abgeneigt. Okay. So, ich finde einfach super mega gut, dass man hier die Kamera drehen kann. Diggi, benutzt doch die Rolle, wenn ich Leerzeichen mache. So. Jetzt haben wir hier so einen Lappen besiegt und kriegen da nicht mal was für. So, diese Kugel muss ich einsammeln, das geht nicht anders. So, hier ist noch so ein Ding. Könnt ihr euch mal entscheiden, was ich jetzt zuerst töten soll, ey? Meine Fresse. So, fangen wir doch mit diesem Knoten an. So, wir müssen die Welt jetzt natürlich befreien von dem ganzen Mist. Ich frage mich, wenn wir das dann mal geschafft haben, ich sag mal, wenn das jetzt zum Beispiel das Ziel ist, dass das am Ende alles befreit ist, ob man dann,
ob die Welt verschönert wird oder ob das so hässlich bleibt. So, wisst ihr? Das fände ich mal interessant. So. Geh natürlich ins Herz. Und werden bestimmt gleich voll sterben. Weil 300 Gegner auf uns zukommen. Und 300 Gegner sind dann doch nicht so nice. Hier ist so ein Koloss. Wow. Der sitzt da aber schön, der Typ. Jetzt verschwindet er im Boden. Ist im Boden versunken vor Scham, der Gute. So. Jetzt hier ein Bosskampf kommt. Ich gehe erstmal hier lang. Oh, ich brauche Area Damage, glaube ich. Und richtig fett Umbra-Regeneration. Der Wirbelwind Gladiator Magier. Das war's schon? Ich dachte, jetzt kommt der Megaboss des Jahrhunderts und wir sterben fünfmal. Ist das euer Ernst? Okay. Ich muss zu dieser komischen Tante zurückgehen. Ja, alles klar. Gut, ich beschwere mich jetzt mal nicht, ne? Das ist natürlich nicht so schade. Es sieht aber schon schön aus hier, die ganze Natur und so. Das Spiel hat mich voll in seinen Bann gezogen. Ich finde nur schade, dass man einfach wie so ein fetter Ritter aussieht oder so ein Paladin oder sowas. Aber eigentlich ist man ja ein Magier. Aber vielleicht gibt es da ja, es ist ja auch nur die Alpha, ne? Dass da bald mal bessere Sachen gibt. Das soll ja, habe ich auch gelesen, neue NPCs, neue Rüstungen, so Klassen und sowas. Ich wusste es, ihr habt es in einem Stück zurückgeschafft. Ich bin so glücklich. Das glaube ich dir irgendwie nicht. Nun, da wir wissen, wie wir die Verdorbenheit bekämpfen können, müssen wir den Templern von Amarth davon berichten. Oder Amarth? Ich weiß es nicht. Ihre Hilfe wird in den kommenden, ich habe gerade Kompetenten gelesen, kommenden Kämpfen nützlich sein. Trefft mich dort, sobald ihr könnt. Ach, hier ist noch eine kleine Belohnung. Ich weiß, dass es euch nützlich sein wird. Okay. Das sieht nicht schlecht aus. Das nehmen wir doch mal. So. Wir tauschen das gegen diesen Gammelring aus. Das passt dann schon. Dolche. Geflügelte Axt. Hier haben wir gehärtete Lederbeinschienen. Ein Umbra-Trank. Können wir hier mal mit einfügen. Oh, Leute. Alles klar. Dann müssen wir nach Amarth zurückgehen und einen Schluck Energy trinken. So muss das. Hallo Händler. Ich habe ganz viel Crap für dich. So, Archivar. Den Feuerball können wir nicht upgraden. Der Komet. Wir können aber... Ah. Verursacht schneller Schaden. Warum nicht? Ja, Matze. Um nochmal auf ihn zurückzukommen. Schon gesagt, Blitz ist viel, viel besser.
Was ich jetzt natürlich noch nicht ausprobiert habe, aber ich fand Feuer erstmal geiler, deswegen musste ich Feuer nehmen. So. Ach ja, wir müssen ja mit diesem Lappen hier reden. So, Vater. Seren hat mir gesagt, was ihr vollbracht habt. Ich bin sehr beeindruckt und es gibt uns ein Stück Hoffnung. Es ist nun Zeit, dass ich euch etwas über uns erzähle, den Templern von Amon. Ihr solltet die Wahrheit erfahren. Will ich das wissen? Wie ihr widersetzen wir uns der Republik. Wir wollten, dass wir unsere Kräfte für die Republik einsetzen. Doch wir weigerten uns, seitdem wir auf der. Achso, seitdem sind wir auf der Flucht. Unsere Hoffnung liegt darin, dass wir den verlorenen Erben des Königs finden. Wir setzen alles daran, ihn zu finden. Nur so wird Alia wieder einen wahren Herrscher bekommen. Glaubt es mir oder nicht, dieser Nekromant aus dem Süden ist mit dem Erben auf die ein oder andere Weise verbunden. Wir wissen dies dank unserer lieben Seherin, die auch mit ihm verbunden war. Im Bett. Wahrscheinlich. Hust. Ist schon in Ordnung, Vater. Ihr könnt es ihm sagen. Ich war einst sein Lehrling und fand ein seltsames Buch, das von diesen Dingen sprach. Aber macht euch keine Sorgen. Mir geht es gut und ein Nekromant bin ich sicher auch nicht geworden. Aber Nekromanten sind doch toll. Das Buch, welches ihr sucht, muss bei ihm in Rabengarde sein. Das Wichtigste ist jedoch, ihn zu töten, falls euch das möglich ist. Er trägt die Verantwortung für all die Toten. Wir müssen die Straßen unbedingt sicherer machen. Ein anderes verdorbenes Herz blockiert den Weg. Aber jetzt wisst ihr ja, wie man es zerstört, oder? Ja, Feuer rein. Anschließend müsst ihr zwei Schalter betätigen, sodass die Brücke entsperrt wird. Anschließend könnt ihr euch Zugang zu seiner unterirdischen Burg verschaffen. Das ist alles, was ich euch sagen kann, außer viel Glück. Diese unterirdische Burg, das klingt wie so ein Bondage-Keller oder so, ich weiß es nicht. Aber wir schauen mal. Zerstört das verdorbene Herz. Natürlich. Na, dann gehen wir doch mal ins Tal der Jäger, um dahin zu gehen. Oh. Sind die Untoten leicht zu besiegen? Und sagte sie und schießt voll an denen vorbei. Die sterben halt immer so schön, ne? Ich kann immer nicht widerstehen, da erstmal Bälle reinzuhalten. So, war ich hier schon mal drin? Ja, hier war ich schon mal drin, ich erinnere mich. Nicht genug Ausdauer. Man sollte diese Leiste auf 30 füllen können. Ja, bei dem Pinkelpfad, der zeigt uns an, dass man hier lang gehen kann. So, wir gehen einfach gerade durch. Dieser unoffensichtliche Weg, dem folgen wir jetzt. Und schauen mal, was uns erwartet. Ob wir beim Nekromanten von einer Armee der Toten angegriffen werden, wer kann das schon erahnen? Aber Nekromanten sind eigentlich cool. Man muss ja nicht das ganze Land mit Toten aufstellen und sie dann vergessen, damit sie da alles töten können, ne? Das muss jetzt ja nicht sein. Wow, sieht das cool hier aus. Hier haben wir ein Flüsschen. Ich komme hier lang. Ich kann das. Hier haben wir eine Brücke, die nicht auf der Map ist, aber wir können hier lang gehen. Und hier schon mal ein Wegpunkt. Und zwar der hier, das ist schön. Dann haben wir den schon mal erreicht. Ich wollte gerade sagen, da treibt ein Boot vor sich hin. Es ist sogar noch heile, Mensch. So, ich glaube, hier finden wir wieder dieses Zeug. Die Verdorbenheit heißt es ja hier und nicht Verderbnis. Verderbnis ist ein bisschen Dragon Age, ich weiß. So. Werden wir natürlich wieder angegriffen. Die Umbra-Tränke wieder zu mir nehmen. Und vor allem Lebenstränke. Digga, geh weiter.
Was geht hier eigentlich? Also wenn man den halt immer ausweicht, kann man das machen. Ein abgebrochener Diamant. Ach, da ist doch einer. Jetzt haben wir das auch geschafft. Das Herz zerstört. Zerstören wir noch weitere Herzen und dann ist alles gut. Eine verdorbene Schnecke. Also eine Schnecke ist für mich jetzt ja nicht so ein Viech, was auf der Straße rumkrabbelt. Aber okay. So, wir gönnen uns jetzt einfach mal das hier. Was können wir hier eigentlich noch machen? Bewegungsgeschwindigkeit. Zaubergeschwindigkeit. Willenskraft. Verringert die Abklingzeit. Ja, auch. Wir gönnen uns hier alle Punkte, das ist kein Problem. Wir müssen bestimmt erstmal hier lang gehen und dann da unten den größten Kampf des Jahrhunderts austragen. So. Jagdmesser, sehr schön. Oh. Das sieht aus wie ein kleines Lager oder so. Ich habe das Gefühl, dass wir hier vielleicht nicht lang gehen sollten. Aber wir gucken mal. Digga, der ist ja ein bisschen aggressiv, der Typ, ne? Oberkianit. Nehmen wir mit. Gleich rennen wir gegen eine unsichtbare Wand. Skelettwache. Okay, das klingt sehr nach Nekromant. So falsch können wir hier nicht sein. Diese Kampfanimation auch ziemlich cool. Oh, oh. Hexenmeister irgendwas. Digi, geh weiter. Renn die schon wieder weg, ey. Ist auch nicht verkehrt, ne? So, wir haben das Zerstörungsbuch gekriegt. Warte, hier war doch noch so ein anderer, oder? Haben wir den jetzt weggemacht? Ich bin mir nicht sicher, ob wir hier lang gehen dürften. Gibt es hier kein Item? Das ist ja schade. Ich wollte gerade sagen, wir kommen jetzt hier nicht mehr raus. Hey, wir gehen zwar entgegen dieser Sterne, aber das ist jetzt egal. Na, Digga? Boah, ist der weggeflogen, ist das geil. Bringt ja nur Level, ne? Ich meine, wenn wir gegen Gegner kämpfen, die auf dem gleichen Level sind, kann ja nicht schaden. Diese Regeneration von Umbra, ey. Oh. Was wäre hier für einen geilen Typen? Okay, jetzt habe ich den aus Versehen angegriffen. Ich finde gut, dass wir erstmal alles um ihn herum tot machen können und ihn dann einfach angreifen. Und der ist so fett.
dass wir trotzdem mit beiden Kugeln treffen. Ja, so ein schöner Balkon. Erstmal die schöne Aussicht genießen. Ich frage mich ja, ob man so als Krieger, ob das besser ist, so. Weil das doch erstmal sehr auf Magie hier aus ist, ne? Man lernt ja auch erstmal Feuerball oder Blitz am Anfang. Ja, Mann, das sieht gut aus. Noch eine Blutungsfiole. Könnte man ja auch erstmal in seine Truhe packen. Vielleicht braucht man die ja für irgendwas mal. Dass wir die jetzt nicht immer erst verkaufen, vielleicht. Wäre so eine Idee. Ha, ich habe meine... Ach, ich habe keine Keule mehr in der Hand. Warum habe ich meine Schaufel eigentlich abgelegt? Auch immer es hier lang geht, wir gehen jetzt hier einfach lang und gucken mal. Ein altes verlassenes Häuschen. Okay, ein bisschen älteres verlassenes Häuschen. Kann ich hier runterspringen? Nein, schade. Was mich ja nervt, dass Münzen oder Items auf so ein Stück Felsen fallen können. Hier kann ich rauflatschen, ja. Und dann kann man das nicht mehr einsammeln. Ich meine, stell dir mal vor, wir kriegen jetzt unser erstes richtiges Legi in diesem Spiel. Ja, so richtig Primal Engine, sonst was. Und dann können wir das nicht aufheben, weil es in so einem Scheiß da liegt, ey. So, wir gehen jetzt mal rein. So, sieht nett hier aus. Ich meine, hier müssen ja mal Leute gelebt haben, die das hier so gemacht haben, ne? Dass das so aussieht. Da ist ein Boss. Level 13. Ja, Eisbrecher. Das hat dir wohl nicht viel gebracht hier, ne? Nicht mal eine Truhe oder so. Was soll das denn? Nee, nee, nee. Noch ein Boss. Menschenfresser. Frostlanze. Okay, wir gucken mal. Das kennen wir bereits. Zerstörung haben wir jetzt mal erlernt. Gehen wir jetzt mal an. Die sind nicht besser. Das Jagdmesserchen, ey. Einfrierungsfiole. Jetzt haben wir hier grober Beryl. So kann man den irgendwo einsetzen. Nein. Das geht. Grober Kyanit. Oh, dann suchen wir mal weiter. Immerhin respawnen die Mobs hier nicht. Ah. Nebenbei noch mal einen Schluck Energy genießen. So, ich muss Mats ja noch einholen, deswegen muss ich jetzt ganz viel spielen. Ich muss ja erstmal besser werden als Matze. Das ist halt so. Typ, du bist an mir vorbeigerannt, ey. Du bist ja ein richtiger Lauch.
Ey, was ich eher brauche, ist diese Umbra-Regeneration hier, ne? Ich möchte nämlich alles umgebracht haben, bevor es bei mir ist und Leben abziehen kann. Mein Magier ist ja einfach auch ein bisschen Glaskanone, das muss man jetzt immer sagen. Sag mal, warum rennst du denn jetzt weg, du Lauch, ey? Dann mache ich erstmal den tot, ist auch kein Problem. Wow. Ich sag immer, warum rennst du weg und mach dasselbe auch, ne? Aber die haben so eine schöne Sterbeanimation. Die fliegen einfach so grandios weg. Oh, das sieht auch nett aus hier. Eine Truhe. Ist noch ein Boss. Ich liebe das, wenn die weglaufen, ey. So, ich habe keinen Platz mehr, alles klar. Dann. Sorgen wir mal dafür, dass wir ein bisschen Platz haben. Dann kriegen wir nämlich noch zwei Items mit. Können noch mal ganz schnell die Truhe aufmachen. So, das passt aber nicht mehr. Ich finde diese Rückport-Animation auch wirklich sehr geil. Das ist schon echt nice gemacht. Ich finde es auch gar nicht so schlimm, dass diese Texturen hier nochmal neu laden. Das kann man erstmal vereinbaren. Okay, das können wir ja alles. Ich verkaufe die jetzt einfach. Und die Fiolen packe ich mal ins in die Truhe. Warte mal, wir haben hier eine Truhe. Ich habe hier sogar noch gar nichts drin. So, dann habe ich jetzt mal die ersten Sachen in meine Truhe getan, Mensch. So, Typ. Umbralsprengung. Blitzschlag. Donnerkeil. So. Warum das ganze Umbra verbrauchen, wenn man das gleiche Ergebnis mit weniger erreichen kann? Anstatt einfach dahin zu schreiben, reduziert die Umbra-Kosten. Nein. Eine höhere Chance, deine Feinde einzufrieren. Nein, wir machen Ressourcenkostenreduktion. Und Matze zuliebe werden wir uns auch irgendwann mal umskillen. Ich mag das nicht, wenn das hier ausgeblendet ist. Und platziert eine Falle auf dem Boden, welche nach kurzer Zeit explodiert. Das sind so die Kriegersachen. Klingenschleuder. Der Blitzschlag ist schon cool. Warte mal, jetzt haben wir hier noch den Donnerkeil. Wir können ja mit beides theoretisch kämpfen, ne? So. Warte mal, die Feuerbrunst. Dann packen wir den mal hier hin und den Donnerkeil hier hin. Fallen könnten wir mit 5 stellen und die Umbralsprengung dann auf 6 legen. Aber dafür müssen wir Level 20 erreichen. So, schneller Schaden. Wir machen mal Ressourcenkostenreduktion. Okay. Wir reduzieren mal die Umbra-Kosten, weil wir jetzt auch nicht ganz so viel... also der zweite, der läuft öfters mal in die Leere, sagen wir es mal so. Probieren wir uns mal aus. Achso, wir haben ja hier extra so ein Portal geöffnet. Also Blitz sieht auf jeden Fall schon geil aus, ne? Also nicht falsch verstehen, Matze. Ja, wobei, wir gehen hier erstmal lang, wenn wir den Part beendet haben. Machen wir das so.
So, dann erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit erstmal ciao und bis zum nächsten Part.